You've got a lot of nerve. Uh-huh. I think I will take you back. Uh-huh. I say you've got a lot of nerve. Uh-huh. After hooking up with that. Im Hundeinternat bereitet sich Experte André Vogt auf seinen neuen Fall vor. Ersthundehalter Christian hat ein Video von seinem grauen Wirbelwind Ares geschickt. Und das zeigt nicht nur, wie viel Power Ares hat, sondern auch ganz viele Probleme. Aus. Aus. Prima. Danke. Ares ist jetzt circa 7 Monate bei mir. Und er ist ein Lapmaraner. Die ist keine offiziell anerkannte Hunderasse. Ist ein Mix aus Weimaraner und Labrador. Ja, er ist ein toller Hund. Doch der tolle Hund schränkt seinen Besitzer ziemlich ein. Bleibt Ares auch nur kurz allein, verliert er vollkommen die Fassung. So, mach mir ja nichts kaputt. Der Alltag mit Ares gestaltet sich eigentlich ziemlich harmonisch. Doch wenn es dann darum geht, dass ich mal das Haus verlasse, dann ist es wirklich anstrengend, weil er nimmt mir dann die Bude auseinander. Und dass er meine Schuhe nimmt und die zerbeißt oder an den Körben rumfrisst. Also das Thema alleine bleiben, das ist schon doch anstrengend mit ihm. Und gerade die Schuhe, das waren meine Lieblingsschuhe. Und das ist nicht das Schlimmste, denn Ares bellt das gesamte Haus zusammen. Die Tür ist keine 3 Sekunden zu, da geht schon mal das Gebelle los und da wird sich sofort was gesucht, wo man irgendwie drauf rumkauen kann. Das ist meistens nicht das Spielzeug. Für Trainer wie Besitzer ein unhaltbarer Zustand. Ja, jetzt habe ich die Wohnung verlassen und der Ares, der bellt jetzt schon wieder die ganze Zeit rum. Er hat schon wieder die Schuhe genommen. Die Zewa-Rolle, die da steht, die ist auch schon wieder aufgerollt. Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Zum Glück ist André Vogt schon unterwegs. Und der Hundeexperte hat bereits Ideen mitgebracht. Ich bin heute mit Christian verabredet und seinem Hund Ares. Und Ares hat ein großes Problem, denn er kann überhaupt nicht alleine bleiben. Ich weiß einfach nicht mehr weiter mit ihm. Das ist ein Problem. Das sollten wir aber nicht so lassen. Ich glaube, wir gehen mal direkt rein. Er hat ja ordentlich Stress, aber richtig, ja. Oh. Ja. Oi. Wie du siehst. Das passiert dir dann öfter, oder? Ja, das ist quasi schon Alltag, wenn ich die Wohnung verlasse. Nicht schön und auch nicht schön für deinen Hund. Wo ist er denn? Eieiei, liegt ja alles rum. Zunächst möchte der Trainer mehr über Ares Vergangenheit erfahren und wissen, wann das Problem anfing. Habt ihr das denn in der Welpenphase mal so ein bisschen trainiert? Also man fängt ja so an, man verlässt mal ganz kurz das Haus, kommt wieder rein. Ja, habe ich immer wieder trainiert. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber im Generellen ist es doch schon ziemlich anstrengend dann. Okay, und jetzt gab es halt auch schon mal öfter Momente, man muss ihn ja manchmal alleine lassen wahrscheinlich, ne? Dass er dann auch schon mal hier war und so einen Stress hatte sozusagen. Ja, klar, des Öfteren, gerade wenn ich einkaufen war. Okay. Ein Hund ist ein sehr soziales Tier und von Natur aus können die erstmal nicht so gut alleine bleiben. Viele Hunde schaffen es trotzdem, aber man muss es beibringen und man muss es in kleinen Schritten beibringen. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Problem. Das heißt, hier ist der Halter gefragt, der muss von Anfang an viel trainieren. Das ist sehr anstrengendes Training für dich, das sage ich dir gleich. Ja? Und damit fangen wir auch erstmal an einem neutralen Ort an. Also das heißt, an einem Ort, den er noch gar nicht kennt. Hier hat er ja schon so ein paar Verbindungen, hier hat er sofort Stress. Ne? Und ich würde mir das gerne erstmal bei mir anschauen. Und von da aus arbeiten wir uns dann weiter. Ich werde mir jetzt mal ein paar Gedanken machen und werde einen Trainingsplan aufstellen. Und dann sollten wir sehr schnell mit dem Training loslegen. Okay. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Doch zunächst geht es mit Ares weiter. Der Weimaraner hat heute sein erstes Training im Internat für die Schwererziehbaren. Hey, Christian. Hi, André. Schön, dass du da bist. Du fragst dich wahrscheinlich, warum wir hier sind und nicht bei dir zu Hause, weil da ist ja dein Problem. Und natürlich werden wir auch bei dir zu Hause trainieren, das ist ja ganz klar. Aber ein paar Dinge müssen wir vorbereiten. Und da ist es gar nicht so verkehrt, das mal an so einem ruhigen, neutralen Ort wie hier zu machen. Denn zu Hause bekommt Ares sofort Panik, sobald sein Besitzer die Wohnung verlässt.
Die Folge? Ares zerstört alles, was er zwischen die Pfoten bekommt. Ares hat ja das Problem, dass er nicht alleine zu Hause bleiben kann. Und da ist es natürlich naheliegend, das auch in seinem Zuhause zu trainieren. Ich möchte ihn aber ganz bewusst mal aus dem Alltag rausziehen und hier in eine entspannte, neutrale Situation bringen. Und bevor wir das alleine bleiben, beziehungsweise erstmal das Entspannen trainieren können, müssen wir ein bisschen Energie aus Ares rausholen. Und das machen wir in Form von einem kleinen Suchspiel. Ich habe natürlich einen kleinen Trainingsplan für uns vorbereitet und wir werden heute mit der Ruhedecke beginnen, ganz wichtiges Thema bei ihm. Und das Wichtige ist, wenn ich schon so ein Problem habe und das Training neu starten will, brauche ich einen Hund, der schon Energie rausgelassen hat. Du merkst ja, da ist noch ordentlich was drin, ordentlich Dampf drin und Spielzeug hast du ja schon dabei, das ist super. Apportieren kann er das? Kann er auch. Ja, kann er das auch suchen? Kann er sitzen bleiben? Machen wir das einfach mal. Park ihn doch mal hier vorne und dann verstecken wir das. Jetzt beginnt also Ares verspätete Ausbildung. So, dann kann ich mir gleich mal anschauen, ob das schon funktioniert. Am besten setzt du ihn ab, ganz in Ruhe. Er hat es ja schon mal gemacht, denke ich. Ne? Und dann gehst du ruhig und entspannt weg und versteckst mal irgendwo. Und dann kommst du zu ihm zurück und gibst ihn frei für die Suche. Okay. Ares, komm her. Komm her, mach mal Sitz. Prima, Sitz. Ah, das machst du nicht zum ersten Mal, ich sehe es schon. Doch wie reagiert Ares? Ares, such. Offenkundig mit ganz viel Lust aufs Training. Bring her, bring. Prima. Sehr, sehr schön. Am besten ist immer, wenn du zu ihm zurückgehst. Und ihn dann schickst. Dann weiß er, wann der Moment kommt. Also die Herausforderung direkt ein wenig steigern. Such. Oh, das macht er ja sehr schön. Ne? Setzt schön die Nase ein und nähert sich auch dem Ziel langsam. Guck mal, jetzt hat er es, glaube ich. Jetzt feier ihn. Ja, prima, klasse. Bring. Klasse, super. Richtig gut. Super. Richtig gut. Gute Nase hat der Junge. Ja. Das kann man so sagen. Super gemacht. Okay, lass uns das noch ein, zwei Mal machen. Vielleicht kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Die Nase einzusetzen, um den Hund Platz zu machen, ist auf jeden Fall immer gut. Und gerade bei so Hunden, die noch nicht ausgewachsen sind, wollen wir es auch nicht übertreiben. Ne? Da geht es ja auch um die Gelenke, ums Wachstum ein bisschen, aber die Nase, das geht schon. So, nochmal. Schließlich soll Ares vollkommen relaxed sein, bevor sich André um die eigentliche Baustelle kümmert. Ares, such. Das beobachte ich immer sehr, sehr gerne. Ne? Die Geschick, die sich dann langsam annähern, das so einkreisen, tolle Sache. Aha. Da war er nicht, da war aber schon mal eben. Ne? Wichtig beim Training, der Hund muss gefordert und Langeweile verhindert werden. Ja, Wahnsinn. Super. Super, das ist aber richtig dein Ding. Ne? Ja, das war schon mal richtig klasse. Ganz deutlich die Nase eingesetzt. Und jetzt hoffe ich, dass wir ordentlich Energie aus ihm rausgeholt haben. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns um ein bisschen Ruhe kümmern. Komm mal mit. Denn als nächstes wird Ares eigentliches Problem angegangen.